Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir spielen weiter Assassin's Creed Syndicate. Yes. Yes. So, wir sind gerade rausgegangen aus dem Haus. Wir haben gerade das Spiel quasi erst richtig begonnen. Wir sind letzte Folge so ein bisschen aufgestiegen und wollen jetzt mit Jacob, wollten wir jetzt gerne unsere Rooks gründen. Ja, unsere Gang. Jetzt frage ich mich gerade, wie machen wir das denn? Wo muss ich da hin? So, warte mal. Abilene, nehmen wir an. Wo müssen wir hin? Die Suche nach dem Straßenkind? Können wir auch erstmal machen. Spitalsfies, irgendwas, Gangquartiers. Wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Templerjagd. Ich finde, was heißen denn die Buchstaben, Leute? L3. Ich drücke L3. Es bringt mir nichts. Es bringt mir nichts. Sympathisanten. Welt. Bezirke. Ja, wie gesagt. Also, oh. Wie kann ich eigentlich zoomen? Mit L. Oh. Oh. Oh, wie geil ist das denn? Westminster, die Themse. Dann ist doch hier. Nee. Ich weiß, ich kenne mich da nicht so aus. Also irgendwo muss der Big Ben sein. Oder? Da! Ist das Big Ben? Da! Yes! Ich habe Big Ben gefunden. Ich wollte eben sagen, hier muss ja irgendwo Notre Dame sein. Da habe ich mich ein bisschen vertan, ne? Andere Stadt! Okay, okay, alles klar. Lass uns doch mal das Kind hier suchen. Los geht's. Habe ich jetzt eine Markierung gesetzt? Habe ich jetzt eine Markierung gesetzt? Ich glaube ja. Warum ist jetzt der komische Bereich weg? I don't know. Okay, ist egal. Wir gehen da jetzt hin und dann machen wir wahrscheinlich Leute kaputt. Oder jagen irgendwelche Leute. Oder beides. Oh shit. Bisschen falsch rumgesprungen. Ich glaube leider. Yes, 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 yes. Runter, runter, runter. Und Abfahrt. Ich glaube, wir können sogar einfach so Kutschen übernehmen. Was ein bisschen lustig ist. Hä? Wo ist die Markierung? Muss ich da hoch? Entschuldigung! Können Sie mal ein bisschen aufpassen? Danke! Weiter geht's. Wo werden hier eigentlich meine Punkte angezeigt? Guck mal, da steht XP. Unten links dieser Pfeil. Der hier. Der geht mir schon die ganze Zeit irgendwie auf den Sack. Was soll das heißen? Können wir hier noch mehr auf... Ach so, weil wir noch einen Punkt übrig haben oder was? Aber wir sparen noch. Wir sparen auf einen Punkt, Digga. Weißt du doch. Oha, kommen wir da rüber gesprungen? Oh, okay. Alles gut, alles gut. Sicht ein bisschen drehen. Nach links kann ich das machen. Nach rechts nicht so sehr. Oh. Ah! Oh. Ich wollte doch darüber springen. Wieso bist du erst angehalten, du Nacken? Komischer Vogel manchmal, ne? So, ich glaube, wir sind nicht da. Oh, hallo! Na? Die Suche nach dem Straßenkind. Empfohlen ist Level 2. Jacob und Evie suchen nach der schwer auffindbaren Clara O'Dare. Ich möchte das gerne spielen. Okay. Hey, Big Ben. Ich hab dich eben gefunden. Was los? Was war das jetzt? What? Wo sind wir hier gelandet? Wie schön, Sie beide endlich zu treffen. Das ist die Babylon Alley. Wir wissen einfach alles über das Straßenleben. Und geben Kindern eine Möglichkeit, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Clara. Mr. Green glaubt, wir könnten uns gegenseitig helfen. Im Gegenzug für unsere Hilfe müssen Sie uns einen kleinen Gefallen tun. Nun, warum nicht? Den Großteil meines Geldes habt ihr ja schon. Warum nicht auch noch einen Gefallen? Es gibt in dieser Stadt mehrere Fabriken, die fast ausschließlich mit Kinderarbeit betrieben werden. Diese Kinder arbeiten endlose Stunden für einen Hungerlohn. Und die meisten von ihnen dürfen das Fabrikgelände nie verlassen. Sie leiden fürchterlich. Ich bitte euch, sie zu retten. Kleinen Gefallen? Dafür bieten wir ihnen Informationen.
Etwas, das Sie offenbar brauchen. Jetzt warte mal einen Moment. Ich muss zu einer Verabredung. Also was sagen Sie? Akzeptiert. Toll, mit euch Geschäfte zu machen. Hat die mich gerade fett genannt? Nee, aber die hat mich angespuckt. Nee, ist okay. Kinder retten mache ich sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Können wir hier hoch? Oh ja. Oh, das ist so geil. Ne? Die können überall raufklettern. Oh, Entschuldigung. Ich muss dich leider töten. Ist das schlimm? Oh. Können wir hier rein? Die spricht Englisch. Ist das jetzt ein Fehler oder wollen die so ein bisschen London-Flair hier reinbringen? Den kann ich jetzt nicht attentaten hier. Aber jetzt. Ach so, wenn ich Attentate mache, dann, dann durchsuche ich die ja automatisch und klaue denen ihr Geld und ihre Messer. Das finde ich gut. Das ist genau mein Style. Ey, wir wollen gar nicht, schleichen. Ja, wir sind hier total offen unterwegs. Wollen wir jetzt schleichen? Kinderbefreiung. Infiltrieren Sie die Fabrik und retten Sie die Kinder aus den menschenunwürdigen Bedingungen. Befreite Kinder können Sie mit seltenen Herstellungsmaterialien versorgen. Der Nächste, der ein Wort sagt, wird die Nacht über an den Zaun gekettet. Sollen wir die offensichtlich alle kaputt hauen? Oder sollen wir mal gucken, ob wir da einen Eingang finden? Das sieht ja so geil aus hier, ne? Whitechapel Sawmill. Voll geil. Okay, bleibt das Territorium betreten. Das ist für uns gar kein Problem. Was allerdings ein Problem ist, ist, dass ich jetzt hier Steuerungsverzögerungen habe. Woran liegt das? Das ist nicht gut. So kann man nicht spielen. So können wir leider nicht spielen. Deswegen machen wir einen kurzen Schnitt und sind sofort wieder da. Das war leicht. Ich musste einfach nur abwarten. Jetzt ist wieder alles gut. Keine Ahnung, woran es liegt. Kann natürlich die USB-Verbindung sein, weil... Oh, shit. Okay. Den machen wir einfach kaputt. Hau den nicht übers Geländer, sonst fällt er runter und dann... Und dann warnt er die anderen vor. Okay, ist es schon sehr lustig. War da jetzt noch einer? Nee, ne? Okay, sind hier noch mehr? Achso, das sind ganz normale Arbeiter. Das sind ja gar keine Kinder, du Nacken. Was ist das da oben? Seht ihr das? Was ist das denn? Seht ihr das? Was soll denn das sein? Wow! Helix-Glitches! Wie geil ist das denn? Ich bin sehr begeistert. Ich bin sehr, sehr begeistert. Geh runter. Okay, hier haben wir noch so eine geile Kiste. Ja, guck mal, wir haben sogar eine Knarre, Alter. Nice. Guck mal, der kann nicht unten drunter durchrutschen. Ivy kann das. Jetzt komm. Komm, wir gehen jetzt hier rüber. Zack. Ach, wir müssten ja jetzt eigentlich auch durch Wände gucken können, ne? Arbeitet weiter. Wir liefern nächste Woche und hängen weit hinter unserem Soll. Ich habe den Anführer identifiziert. Vorteil, Anführer sind wichtige Figuren in jedem Plan und sind stärker als andere Gegner. Wenn sie mit einem Schleichkill getötet werden, bekommen Gegner in der Nähe Angst und fliehen aus dem Gebiet. Strategie, den Anführer eines Gebiets mit einem Schleichkill töten, um Gegner in der Nähe Angst zu versetzen. Okay. Das heißt, wir möchten jetzt gerne einen Schleichkill machen. Wie machen wir das am besten? Kannst du dich mal verstecken? Oh. Ja. Wenn ich jetzt schieße, hören das alle, ne? Okay, wir wollen jetzt gerne den Typen da hinten töten. Oh. Oh. Ich glaube... Und mehr arbeiten. Der Nächste, der ein Wort sagt, wird die Nacht über an den Zaun gekettet. Yes, er hat sich gesehen. Ich befreie gleich die Kinder. Aber erstmal machen wir hier einen kleinen Schleichkill. Nice. Ja,
Was haben wir hier? Das ist was zum Anzünden. Wie geil ist das denn? Kann ich das werfen? Halten Sie jetzt... Oh, jetzt habe ich es nicht gelesen. Können wir die Tipps nochmal irgendwo anmachen? Nee, ich möchte jetzt nicht, dass es explodiert. Ich möchte jetzt erstmal die Kinder hier befreien. Und die Leute hatten irgendwie gar keine Angst und sind weggelaufen. Herzlichen Dank, Mister. Haut ab jetzt. Haut ab. Und ich jetzt will ich auch mal schießen hier. Das macht Spaß. Wie lade ich nach? Oh. Oh. Schnell runter. Runter. Oh, Alter. Manchmal, ne? Ich sehe ihn. Manchmal. Oh. Ja, okay. Lass uns mal prügeln. Komm, wir prügeln jetzt. Oh, shit. Keine Zurückhaltung. Ich reiß dir die Eingeweide. Oh. Zack. Oh, shit. Okay, ich müsste hier auch mal wegspringen können. Das ist ja geil. Lass mich schießen. Wieso sind denn hier so viele immer? Ich hab mich schon auf ein bisschen Sport gefreut. Oh. Spring doch! Er müsste echt so Dark Souls-mäßig wegspringen können. So, das haben wir gleich. Siehst du, ich sag noch. Oh yes. Das sind ganz krassen Kämpfe hier. Aua. Oh, ich bin gleich tot. Oh, zack. Ja, hau noch ein bisschen zu. Okay, nein, haben wir gleich. Okay, wenn ich kämpfe, ist wahrscheinlich sehr, sehr interessant, ne? Habe ich. Okay, ich muss mich ein bisschen mehr einspielen, Leute. Das sind noch nicht die Moves, die man sehen will. Nahtoderholung. Ah, okay, mein Leben hier geht einfach automatisch wieder hoch. Das finde ich sehr, sehr gut. Alle Kinder befreien. Alarm haben wir leider ausgelöst, sehe ich gerade, ne? Ich bin ja bei dir. Naja, ist ja jetzt nicht so schlimm. Okay, nochmal drei. Das heißt, irgendwo sind noch drei Kinder. Sind die draußen? Sind die oben? Hier sehe ich ein Kind. Bist du ein Kind? Geh weg. Geh nach Hause. Husch. Ach, da drin noch. Okay. Ich sehe gerade auf der Minimap, wird mir angezeigt, dass die Kids hier noch irgendwo drin sein müssen. Wahrscheinlich eins höher. Ja, genau. Das wusste ich. Hallo. Ich bin gut. Und die Erwachsenen, die hier alle drin sind, alle so, ja toll, jetzt müssen wir viel mehr arbeiten. Du Arsch. Und ich so, pff. Ich will nur helfen. Sie haben uns wirklich geholfen, Mister. Ja, ich weiß. Okay. Alles klar. Gib mir meine Belohnung. Hey, das ist meine Gang. Und irgendwas ist gerade eingefroren. Oh. Ja, jetzt geht's weiter. Es ging plötzlich weiter. Ich weiß nicht, was es war. Ich habe irgendeinen Knopf gedrückt und plötzlich ging's weiter. Anscheinend haben wir Schwierigkeiten mit der PlayStation oder der Capture Card. Wobei die Capture Card eigentlich alles ganz normal captured. Keine Ahnung, was es ist. Ich wollte euch nur in diesen Prozess mit einbinden, wa? Okay, wir haben jetzt hier die Kinder befreit und haben damit ein Stückchen von Whitechapel übernommen. Kann das sein? Es sieht auf jeden Fall so aus. Und ich würde sagen, das war's für die Folge. Wir werden in der nächsten Folge wahrscheinlich hier zu Spitalfields rübergehen. Ich mache hier schon mal eine Markierung und gehe schon mal aus der Karte raus. Und da haben wir noch ein Tutorial. Sympathisanten und Loyalität. Finden die Sympathisanten in ganz London und helfen sie ihnen. Finden Sie die Sympathisanten. Jetzt habe ich es richtig gelesen. Deswegen habe ich es auch verstanden. Okay. Wenn Sie Sympathisanten helfen, steigt deren Loyalität den Rooks gegenüber. Wann haben wir die Rooks gebildet? Hat das irgendwer mitgekriegt? Ich habe das nicht mitgekriegt. Durch Loyalität schalten Sie einzigartige und wertvolle Belohnungen frei. Wie zum Beispiel Waffen und Schlagringe. Finde ich sehr, sehr geil. Okay. Also anscheinend wurden die Rooks einfach so gegründet und mit Glück
treffen wir einfach so auf Gangmitglieder, die niemals rekrutiert wurden. Also wo niemals jemand gesagt hat, ey, hi, da, willst du zu den Rooks kommen? Und er dann so, yeah. Okay, aber das nehme ich, ist für mich total in Ordnung. Wir klettern jetzt hier nochmal hoch. Oh, das hat sehr gut geklappt. Wir klettern jetzt hier auf die Mauer und freuen uns auf die nächste Folge. Ich tue es auf jeden Fall. Das war der Fischkopf. Bis dann und tschüss.